Hi, I'm Chiara. Ich bin Matthias. Ich bin Andreas. Hello, my name is Jenja Crossman. Ich bin Johannes. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Computer und einem Quantencomputer? Probably every one of you has a normal laptop at home or a phone. And you know that these work by taking electrical signals. For example, when you press the key of your laptop, an electrical signal gets sent and then gets translated into bits, zeros and ones. And these bits are used to encode the information and to perform a calculation on the computer. And now a quantum computer, it's kind of similar. It also is used to do calculations, but now instead of using simple electrical signals, it uses quantum physics and specifically uses, for example, very tiny particles such as atoms or electrons or photons to encode this information and to do the calculations. Smartphones, laptops, diese beruhen alle auf Effekten der klassischen Physik. Quantencomputer hingegen nutzen Effekte der Quantenmechanik, um Operationen oder Rechenoperationen auszuführen. Und zwei ganz wichtige Effekte hier sind die Superposition und Verschränkung. Um jetzt Quantencomputer zu nutzen, muss man sich clevere Wege ausdenken, wie man Superposition und Verschränkung ausnutzen kann und zusammen benutzen kann, um sehr große, komplexe Probleme mit einem Quantencomputer potenziell lösen zu können. Wie funktioniert das genau? Und was sind eigentlich diese Qubits? So in classical computing we have bits. And in quantum computing, we have quantum bits, or qubits for short, is how we refer to them. And so qubits can also be zero or one, pretty simple and easy, but they also have this kind of neat feature where they can be somewhere in between. And so to understand that, we have this idea in quantum mechanics called superposition, where something can exist between two states at the same time. And it's not that it's halfway between 0 and 1. It's not that it's 0.5. It's that it's actually 0 and 1 at the same time. And so one way to think of this is if you have a visual representation, which is actually how we talk about this technically in our work and research, is there's something called the Bloch sphere, which sounds fancy, but really it's just this idea where you have a sphere and your north and your south poles are your 0 and your 1. And so if you have an arrow that's centered at the middle of the sphere and it can rotate to any point on the surface of the sphere, those represent the different states that the quantum bit or qubit can be in. And so if it's up and down on the poles, the north and south pole, it's at its 0 or its 1 state, just like a classical bit, and it's only 0 or it's only 1. But if it's anywhere else on the surface of the sphere, it's in some type of superposition between those two, where it's actually not yet decided which one it's going to land on. Könnt ihr uns Superposition und Verschränkung erklären? Also Quantenprozessor benutzt zwei Prinzipien der Quantenmechanik, um seinen Vorteil zu erzielen. Das ist einmal die sogenannte Superposition. Das heißt, dass ich jeden einzelnen Zustand, der möglich ist im System, zur gleichen Zeit abbilden kann, im Gegensatz zu einem klassischen Computer. Und dann die Verschränkung. Das heißt, da kann ich einzelne Qubits oder mehrere Qubits miteinander so in Beziehung setzen, dass das Gesamtsystem nicht mehr einfach als Produkt der einzelnen Systeme beschrieben werden kann, sondern miteinander so verwoben ist, dass viele Qubits eigentlich auch andere Qubits beeinflussen, wenn ich halt den Zustand von dem einzelnen Qubit ändere. Und zusammengenommen sind die zwei Prinzipien dafür verantwortlich, dass ich halt da Algorithmen entwickeln kann, die einfach sehr viel schneller sind als alles, was ich auf einem klassischen Computer umsetzen kann. Andreas, du hast einen der ersten Quantenprozessoren entwickelt. Wie lief das ab? Die Grundlagenforschung kann man sich vorstellen wie ein Staffellauf. Das heißt, da arbeitet man nicht als Einzelkämpfer, sondern arbeitet mit den Ergebnissen, die halt Vorgänger oder andere Forscher in anderen Forschungsgruppen weltweit erzielt haben und versucht dann seinen eigenen kleinen Beitrag darauf aufbauend zu leisten. Und was ich gemacht habe während meiner Doktorarbeit mit meinen Kollegen, ist aufbauend auf einem bestehenden Design für supraleitende Quantenprozessoren einen einfachen Quantenprozessor zu bauen mit zwei Qubits, der im Prinzip alle Bausteine enthält, die man auch in einem größeren Quantencomputer findet. Ne? Einzelne Qubits, Mechanismen, um die Zustände der Qubits zu lesen und auch Mechanismen, um halt Qubits miteinander interagieren zu lassen. Und mit diesem einfachen System konnten wir dann für ein ganz einfaches Problem zeigen, dass man das System wirklich benutzen kann, um halt Quantum Computing zu machen. Sieht ein Quantencomputer aus wie ein normaler Computer?
while the computer is actually working and it's cold, it just looks like a cylinder suspended by a metal frame with a whole bunch of wires, which can look cool, but actually it's really beautiful when it's off and it's warm, when we say it's warm, and the cylinder, the shielding cylinders come off. And you actually get to see the inside of the computer and the inside of the suspension system. And so it's this beautiful, beautiful system, and it looks very futuristic, where you have all of these wires and coax cables coming down to this point where at the very bottom of the system is where your processor is suspended. And you have all these gorgeous different metals there. It's really nice to look at. Also Quantencomputer können ganz unterschiedlich aussehen. Aber die Art von Quantencomputer, an der ich arbeite, sieht von innen so aus. Man kann sich vorstellen, das Ganze ist eingepackt in mehrere Hüllen. Und diese vielen Hüllen brauchen wir, um die unterschiedlichen Temperaturen, die wir in diesem System haben, zu halten. Warum brauchen wir unterschiedliche Temperaturen? Wir müssen unseren Quantenchip runterkühlen fast zum absoluten Nullpunkt, damit das ganze System in dem quantenmechanischen Grundzustand ist. Das heißt, wir bringen ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos. Hier, was man sieht, ist also hauptsächlich Kühleinheit des Quantencomputers. Hier oben, was nicht die höchste Temperaturstufe ist, sind wir bei 4 Kelvin. So kalt ist es im Weltraum. Wenn wir eine Stufe tiefer gehen, sind wir bei etwa einem Kelvin, was schon viermal kleiner ist. Wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, sind wir bei in etwa 100 Millikelvin, was nochmal zehnmal kleiner ist als die Temperaturstufe davor. Und ganz unten, an der untersten Temperaturstufe, ist dort, wo unser Chip sitzt, haben wir 10 Millikelvin, was ganz nah am absoluten Nullpunkt ist und etwa 400 Mal kälter als im Weltraum. Und hier, ganz unten, sitzt der Quantenchip, auf dem alle Operationen ausgeführt werden. Man sieht ihn hier, er ist etwa so groß wie mein Fingernagel. Warum gibt es eigentlich verschiedene Arten von Quantencomputern? Um Quantencomputer zu bauen, braucht man eigentlich ein quantenmechanisches System, das zwei Zustände annehmen kann. Und es gibt ganz viele quantenmechanische Systeme, die diese Vorgabe erfüllen. Die Forschung ist noch nicht so weit, dass sich jetzt ein wirklicher Kandidat herauskristallisiert hat, der am besten ist. Deswegen gibt es einige unterschiedliche Arten und Weisen, wie man so ein quantenmechanisches System als Qubit verwenden kann. Unter anderem zum Beispiel geladene Atome, die Ionen, die in sogenannten Ionenfallen gefangen werden, oder supraleitende Schaltkreise, die sich quantenmechanisch verhalten und somit quasi ein künstliches Atom widerspiegeln, oder auch einzelne Elektronen, die wir in Silizium fangen können und dann als Qubit verwenden können. Wie können wir uns diese supraleitenden Quantencomputer vorstellen? The one that I know very well that I worked on is superconducting qubits. And so what that is you have a processor, it's a little computer chip where, you know, you have your circuit and it's your metal that's etched into a silicon wafer and cut up into a nice little square rectangle. But the fun thing about it is that it's superconducting. And so what that means is the metal that we use on the circuit, it behaves in a very specific manner when we cool it down to really, really, really cold temperatures that are below the temperature of outer space even. It's about 10 millikelvin. And so when we cool it down, the metal behaves in a really particular way where we can actually get it to create a quantum system. The control electronics on the side, what they do is they send microwave pulses down through the system to the processor, and it actually gets sent to specific circuit elements on the processor, and they react in a specific way, and they send another pulse back out with the footprint of their reaction to say how they felt about the pulse you sent, and it goes back to your control electronics to read it out. Being able to control your system in different combinations of this way with different types of pulses, for example, eventually you're able to run different types of algorithms, and that's actually how we use the system. That's how we use a quantum computer. Und wie funktionieren Ionenfallen? These devices we call ion traps, and the atoms that we hold in space, they are called ions because they are charged. So they either have one electron extra or one electron less. Because they are charged, then they can feel the effect of electrical fields. And so the ion trap is a trap that to which we apply electrical fields, and these fields create really a cage for the ion. So the ion cannot escape from this
cage and it will stay in this location. And then using laser beams, we can then interact with the ion and we can modify the internal state. Und wie hängt die Anzahl der Qubits mit der Rechenleistung zusammen? Mit wenigen Qubits kann man schon ziemlich coole physikalische Experimente machen. Mit vielen, vielen Qubits wird man hoffentlich sehr komplexe Probleme lösen können. Ein relevantes Problem, das man halt mit 100 Qubits lösen kann, ist die Simulation von bestimmten Molekülen, zum Beispiel Enzymen oder anderen Molekülen, die man in der Medizinforschung benutzt. Das kann ich theoretisch auch schon mit Quantencomputer mit 100 Qubits simulieren und kann da auch schon wirklich einen Vorteil aus der quantenmechanischen Natur des Systems ziehen. Nicht nur die Anzahl von Qubits in einem Quantencomputer ist wichtig, sondern auch die Qualität von den Qubits. Zum Beispiel, wie lange können die Qubits ihren Quantenzustand eigentlich halten? Vor ein paar Jahren hat ein Konzern die Quantum Supremacy deklariert. Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist so eine Art Benchmarking, wo man sich also ein künstliches Problem geschaffen hat, das man auf einem Quantencomputer ausführen kann, mit zum Beispiel 50 Qubits, und das man dann mit einer klassischen Simulation von dem Problem vergleichen kann, um zu zeigen, dass wirklich der Quantencomputer hier was tun kann, das für den klassischen Computer absolut unmöglich ist. Das hat Google mit dem Quantenprozessor gezeigt, in dem halt auf diesen 53 Qubits halt das Problem ausgeführt wurde und dann halt mit einer Simulationsmethode die Ergebnisse verglichen wurden. Und am Ende konnte man wirklich zeigen, dass was der Quantencomputer ausgeführt hat, für den klassischen Computer nach damaligem Stand der Technik, das ist jetzt auch schon wieder überholt, aber damals zumindest noch unmöglich gewesen wäre. Braucht man für die Steuerung der Quantencomputer auch eine andere Art zu programmieren? Bei klassischen Computern schreibt man ja oftmals einfach ein Kochrezept. Dahingegen muss man Qubits immer im Zusammenspiel betrachten und am Ende eben auch das gesamte System nach der Antwort fragen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Golden Board. Da schmeißt man oben ganz viele Murmeln rein und jede einzelne Murmel trifft dann auf einen Nagel, wo sie entweder nach links oder nach rechts ausweichen kann. Und das passiert ganz oft und am Ende findet man dann eine Verteilung der Murmeln. Und einen Quantencomputer zu programmieren, ist jetzt eigentlich die Aufgabe, die Nägel so einzuschlagen, dass die Verteilung der Murmeln am Ende die Antwort auf meine Problemstellung gibt. Jeder kann sich eigentlich jetzt mit Quanten-Machine-Learning zu Hause beschäftigen. Man kann sich die nötigen Softwarebausteine auf seinen eigenen Computer runterladen. Gerade wenn man schon Programmiererfahrung hat, muss man schon auch ein bisschen umdenken, weil die Art zu programmieren eine andere ist, die Algorithmen sind anders, auch die Repräsentation im Computer, Qubits statt Bits, ist eine andere. Und daran muss man sich erst ein bisschen gewöhnen. Johannes, ihr verwendet Quantenalgorithmen als Optimierungslösung. Kannst du uns von einem Praxisbeispiel berichten? Ein schönes Projekt, das wir gemacht haben mit Quantum Computing, war zusammen mit der italienischen Bahn. Was die wollten an einem großen Bahnhof die Umsteigezeiten verkürzen. Also man kann sich vorstellen, man kommt an einem Bahnhof auf Gleis 1 und dann muss man auf Gleis 18 laufen. Das dauert ein paar Minuten und es ist anstrengend und man verpasst vielleicht seinen Anschluss, das ist ärgerlich. Das wollten die also vermeiden. Die wollten also die Erfahrung für ihre Passagiere, für ihre Kunden besser machen. Und da, das ist ein schwieriges Problem. Man kann sich vorstellen, so ein Zug, der fällt nicht vom Himmel, der kommt von irgendwo her, von einem anderen Bahnhof, dann muss er auf ein bestimmtes Gleis, um wieder weiterfahren zu können. Das heißt, da gibt es viele Bedingungen, die man erfüllen muss. Und wir haben das abgebildet auf ein Problem, das man mit dem Quantencomputer gut lösen kann. Und das Resultat ist hier abgebildet. Man sieht hier also die verschiedenen Gleise von diesem Bahnhof. Und hier sieht man die Tageszeiten von 0 Uhr bis Mitternacht. Und oben war es vor der Optimierung. Da sieht man also, dass die verschiedenen Züge, die hier in verschiedenen Farben dargestellt sind, eigentlich die gesamte Breite des Bahnhofs ausnutzen. Und nach der Optimierung ist es uns gelungen, dass die Züge deutlich näher beieinander sind, sodass man im Schnitt 30% weniger laufen musste. Das ist eigentlich eine schöne Sache.